Oh Gott. Ich mit meiner dicken Lanze, meiner super langen Lanze. Komme ich gar nicht durchs Tor. Oh, wie geht denn das nochmal, ey? Ja. Ich drücke auch ein paar Knöpfe gerade. Warum liegt hier überall Gold? Oder nicht? Ah, oh, fuck. Gegner. Ich habe kaum noch. Ja. Was ist das denn? Baum fällt. Oh ja, ich muss auch jetzt mal gucken, was meine ganzen Angriffe sind. Hier drehe ich mich. Also ein Skelett. Da war ja was. Oh, was ist das da? Heilbrunnen. Was ist denn auf der Karte? Hm? Das für die Quest, der blaue Ring da. Ja. Okay. Oh Gott. Oh, jetzt ein anderer Spieler. Ich habe kaum noch Wut. Ich habe kaum noch Wut. Wenn du so viel Wut brauchst, dann vielleicht werde ich nicht irgendwie Sachen deine Wut erhöhen oder so. Ja, ich brauche noch ein paar Mal hauen, dann ist das schon wieder voll. Kein Problem mit. Der wollte Champion sein. Okay, ich habe einen Titel bekommen. Flinker, Mörder. Nein. So, alles fertig hier. Ja. So. Oh, da hinten ist noch ein Keller. Danke. Ja, danke gesagt, der andere. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin schon eingeschafft. Was ist denn hier? Mal gehen. Das ist ein Keller. Oh, wir sehen cool aus. Ja, ich sehe voll extrem aus. Im Helm. Ja, das stimmt, das kommt hin. Das ist wie so ein Jäger-Barbar irgendwie. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Ja. Alleine werde ich bald sterben. Hoffentlich. Im Weg ist seine Freunde sind auch tot. Skelette. Willst du auch mein Freund sein? Oh nein, jetzt hab ich einen Trank aus Versehen. Boah, ich muss jetzt mal angewöhnen, wo die ganzen Angriffe sind. Was ist das? Was ist das? Wir machen noch Schaden. Stufe von Saison 1 abgeschlossen. Cool. Ich habe nicht genug Wut. Ich will ganz aus Versehen hier meine Tränke einsetzen. Nein, sie hat sich in eine Truhe verwandelt. Na gut, wieder eine gute Tat. Wieder eine gute Tat von Hack. Nee. Oh.
Gott, hier sind schon wieder alle respawned. Auf dem Weg. Goldene Stiefel. Wenn die Skelette schon vorher da sind, bevor du kommst. Amulett. Oh, ich habe noch gar keine goldenen Stiefel. Boah. Aus, glaube ich. Ich habe gerade einen blauen Stab bekommen, der stärker ist als mein goldener, als mein goldenes Schwert. Geht doch mal gar nicht. So, dann müssen wir wieder zur Stadt zurück. Okay. So, was hab ich hier gerade vorgeschlagen? Okay. Ja, Kreta-Wander, die sind sogar besser als meine. Ich hab schon. Ja. Immer keine. Ich nehme an die Sachen. Ich nehme an die Sachen, die leveln auch irgendwie. Deshalb kann man die immer. Ja. Aber du bist schon weiter. Also du... Da unten. Wölfe! Ich habe kaum noch Wut. My ends geht weg. Ihr enden. Ente, 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 ente. Wasser, 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 Wasser. Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser und Wasser, Wasser. Nicht solange ich in der Stadt bin. Okay. Ist aber auch der Stallmeister, ach so, ja. Schon gefragt, was da für ein Zeichen ist. Heiler, heil mich. Ich steig einfach nur meinen Kopf so da rein beim Vorbeilaufen. Dankeschön. Ich habe was. Ich habe Feuer gemacht. Ich kann es von mir aus riechen. Wer weiß der das? Ah, der riecht das Feuer, okay. Ich wette, du riechst nur die Fackeln, die ringsherum stehen, du Pisser. Ja, ich bin das Licht. Okay. Raunender Obolus. Na gut. So. Nächste. Die versiegelte Tür oder Vermächtnis der Lichtwach. Wo ist das? Das ist in der Dungeon drin, ne? Okay. Dungeon Time. Warte, hier ist noch ein Keller. Belohnung verfügbar. Einfordern. Ja, wie wär's, wenn man mal mehr da stehen würde? Einfordern M, was heißt das? Oh, Saison irgendwie. Weil nicht, ich konnte den Rest nicht lesen. Er hat nur einfordern und dann hat er nicht weiter angezeigt. Oh. Der ich habe jetzt einfach nur mein Dings hier. Regionsfortschritt irgendwie stand da. Ich habe jetzt einfach nur meinen Knopf gedrückt, wo ich hier die Karte und so was alles aufrufe und dann ist er direkt aufgeploppt. Ich
kann jetzt mehr Tränke tragen. Ganz schön Schaden, ey. Ja, oh ja, der hält auch viel aus. Ah, oh, der ist weg. Was? Der war gerade tot. Ja, und dann ging es ihm besser. Domizil, das Einsiedlers. Du warst schon direkt auf uns losgegangen, ey. Wir sind noch nicht mal hier reingekommen. Oh, oh, was Markt. Oh. Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Brauche ich noch nicht. Oh nein, wenn ich dort wegrüste, dann vielleicht meine Fähigkeit. Oh. Oh, oh Gott, wie mache ich denn da nochmal? So. Nein, da war nicht. Natürlich. Das ist eine andere Fähigkeit. Nee, lass mich mal ausprobieren. Ich probiere die mal aus. Warte mal, ist das die, die ich... Ich habe noch eine andere Fähigkeit, oder auch nicht. Okay, diese eine... Nehme ich das hier. Ja, ich kann jetzt springen. Pff, hier ist direkt schon einer. Oh, jetzt auch eine Truhe. Okay, hier sind direkt ein paar Leute. Einer. Ja. Oh Gott. Nein, jetzt bin ich wieder in den Dungeon reingegangen. Boah. Ich kam hier raus, hier waren schon direkt irgendwie 10 Gegner oder so. Gut gemacht. Vogel, ich muss ihn essen. Ich bin noch nicht bereit. Alter, sind da viele Gegner. Ja, wir triggern hier schon wieder an zwei verschiedenen Orten welche. Ich habe nicht genug. Oh, ich bin einfach nur, ich habe hier gemerkt, meine Skelette sind sofort hier nach links gegangen, als die Gegner bemerkt haben. Ja, mach dir mal Stuben rein. Aragorn wurde getötet von Knochenkrieger. Oh nein! Ich weiß nicht. Was ist das? Ja, noch nicht so klar, was es mit den Dingern auf sich hat. So.
Leuchtwache. Mein Hemd sieht so komisch aus. Ja? Sieht aus, als würde ich irgendwie so einen Bärenkopf tragen. Ich glaube, du hast noch nicht so viele Bären gesehen, oder? Da können die Toten, die Lebenden die Toten treffen, Daniel, ja. Ich habe gedacht, der heißt mit den Toten tanzen, aber anscheinend ist es Leben. Treffen, meine ich mal. Dann besuchen, besser gesagt. Schon drei Türen, ey. Einfach rein, egal auf die Story. Ja, da war gerade einer, der ist weggerannt. Steht bei dir irgendwo die versiegelte Tür oder so unter der Karte? Steht die Lichtstufe tötet die Wachmänner 2. Muss man bei dir auf der Karte gucken, da kannst du irgendwie die Quests anschauen. Ich kümmere mich um den. Muss irgendwie erforschte Gebiete, Weltkarte. Irgendwie muss er da nach links oder nach rechts drücken auf der Karte, wenn er den Kartenbildschirm hast. Dann tut sich da irgendwie so ein Fenster auf. Die Erschaffung von Monstern. Kampagne. Nebenquest. Die versiegelte Tür. Ja. Ja, was ist damit? Ja, ich wollte noch gucken, ob du die auch hast. Wir haben doch dieselben Quests. Ja, man weiß ja nie. Ja, bei dir weiß man nie, weil du nicht alles annimmst, sobald man nicht auf dich aufpasst. What? Oh. Kälte verzaubert. Oh Gott. Oh, pass auf. Das war's tot. Schön für dich. Ich habe nur gesehen, wie du beinahe tot gewesen warst. Wir sind goldene Stiefel. Cool. Oh, goldener Helm. Oh, jetzt habe ich so einen Bullenhelm. Fertigkeit hier ein Torschuss mit einem Gegner Chance für gerade jetzt 20 Rot mit einem Gegner Chance für heute jetzt Rettung in dem Zerker Modus nur für einen Schaden und höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, nehmen wir das. Man prügelt gerade auf mich ein. Ich muss warten. So. So, was ist das denn? Dann für Leute die Türen von Berserk. Ahnung, hoffentlich stirbt er. Jetzt ja noch mal Sort oder so. Ja, irgendwie so. Verfluchter Schrein, Ereignis abgeschlossen. Oh, oh, Riesenschwert. Getroffene Gegner lassen Gold fallen. Oh, ich muss Gegner finden. Ja, gehen wir da lang. Nee, da kann man nicht rein, oder? Verschlossen. Nee. Wo sind Gegner? Ich muss euch töten. Für Geld. So,
Doch, die hinterlassen ganz schön viel Geld. Okay, sehen wir doch schon ein bisschen mehr Schaden. Ja, irgendwie schon. Ich habe auch so gefragt, ist das irgendwie schwerer geworden? Ich habe schon so ein paar Mal gesehen, wie wir beinahe tot gewesen wären. Ja. Ich lebe es. Ah! Oh Gott. Stimmt, das macht Schaden, habe ich vergessen. Tagungsarmbrust ist Gold. Okay, kann ich nicht benutzen. Kann zu verkaufen. Oder analysieren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ah, da ist ein Totenkopf. Was bedeutet das denn? Dass wir sterben werden. Aus dem Weg. Nein, ich will nicht wegrennen. Vielleicht erstmal das Schwert ausrüsten sollen, als ich gerade aufgehoben habe. Der fiel aus. Was ist mein kleinen Ot hier kaputt? Ich muss mach grad den großen kaputt. Gibst du dem so viel? Der hat auch voll viel, ey. Der hat auch voll viel aus. So. So. Zerstörung jetzt. Oh, ich habe ein Schwert bekommen, hat irgendwie so zwei Dinger hat, so zwei Slots. Oder schwächer als mein jetziges. Okay. Also wo man so Diamanten und so reinpacken kann. Ah. Oh, mein anderes hat auch schon. Okay, ja. So wie dazu. Was ist das hier? Hast du das hier untersucht? Ich bin ja gerade in meinem Menü. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Retterin Soliana. Ja, hier konnte ich irgendwie ein Tagebuch untersuchen. Könnte selbst den dunkelsten Schatten des Zweifels aus den Köpfen tilgen. Ich kann gut mit ihr über jene reden, die ich verlassen habe, dem Ruf des Lichts zu folgen. Sie muss diese Familie zurücklassen. Meinen Sohn. Okay. Aber ich bin in der Bärenfalle reingetragen. Die sah so verdächtig aus. Ich muss ja da reintreten. Ich frage mich echt, wie das Endgame in diesem Spiel aussieht. Scheint es ja relativ viel von so geben. Anscheinend schon, ne? Ah. Was? Habe ich die Tür gegen die Birne gehauen? Nee, das war eine Bärenfalle. Nicht abgeschickter Brief. Ja. Hab ich auch... Oh, Hinterhalt. Wir versuchen ja zu lesen. Papa, stimmt es, was Papa? Ein Engel wandelt unter den Menschen. Ja, das bin ich. Ich bin dieser Engel. Zwei Jahre älter hätte ich meine Prüfung hinter mir und würde mit ihnen marschieren. Guck mich an. Mein Stierkopf.
zerstöre jetzt keine Schilde mehr. Sie haben mir ein Schwert gegeben. Obwohl ich bezweifle, dass ich je einen Kampf ich kann mich nicht. Werde. Ich melde mich bald wieder. Dun, 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 dun. Ich höre einfach nur die Ratte so. Was denn hier? Was denn hier passiert? Dann sehe ich den Bag ist da. Ah ja. Ich kann die einzelnen Bücher aus dem Bücherregal rausboxen. Sehr ja, gut. Weiß man, dass der da war bei den Fußstapfen in der Butter. Ach. Hier waren wir schon. Ja. Oh, wir müssen noch einen Wachmann töten, ne? Ja. Und die Tür irgendwie öffnen. Oh so, Gott. Oh Gott. Du, du, du. Also dieser Kaiser am Boden, da bist du, ne? Ja, ja. Okay. Dann sind die Gegner langsamer und dann machen die 20% weniger Schaden. Weil ich versuche die ganze Zeit mal da rauszurennen. Ganz ruhig, Daniel. Ich bin's nur. Oh, ein goldener Ring. Oh, Stahlkeule. Hoho. Hoho. Ho. Pack mal direkt irgendwas rein. Angehen verwundbare Gegner. Da, 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 da. Ich glaube zwar nicht, dass ich schon ultimative Fähigkeiten habe, aber einer. Was ist denn, wenn ich dann? Na später. Habe ich zwei goldene Ringe. Oh. Ich habe keine Wut mehr. Ich schläg euch alle um. Und ich auch. Ganz doll ich. Hingerichtet. Was war nicht, was das bedeutet, aber klang geil. Da ist noch einer. What? Ich würde schon sagen, wer kämpft denn da noch? Oh, das ist ein Dicker. Dicke, 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 dicke. Gewaltiges niederes Totem. Was ist das aber für dich? Druide, okay. Das. Stürm einfach rein. Nein, nicht die Wände. Au.
Haben mich umgehauen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Nein, daneben. Ein vampirischer Teleporter. Das ist ein Vampir und der kann sich teleportieren. Hier ist wieder Buch. Weißt du, anstatt halt so zu lesen, kommt einfach so ein Buch daraus geschossen. Ich weiß, dass wir nicht zurückkehren werden, wie all die anderen. Was ist das eigentlich? Ich sehe mal so eine Animation. Ey. Bist du halt, wenn du halt irgendwie einer der Skelette beschwörst oder so? Ich sehe mal ja, so. Ich gucke immer, ich habe ein Maximum von 7 im Moment. Ich habe keine Lust, immer die zu zählen. Also gucke ich immer nach jedem Kampf, ob einer gestorben ist. Weil ich sehe mal so einfach wiederbeleben. So einen blauen Geist, der irgendwie aus dem Boden geschossen kommt. Ja, das ist, wenn das Maximum erreicht ist. Ich kann nicht mehr als 7 haben im Moment. Ah, damit einer ersetzt oder was? Nö, dann taucht einfach so ein Geist auf und der zerfällt wieder in sich. Das ist einfach ein Zeichen, dass ich nicht mehr rufen kann. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit zu zählen, ey. Ja. Ich will immer das Maximum haben nach jedem Kampf. Deshalb gucke ich immer, habe ich jetzt genug oder nicht, ey. Weil die bewegen sich die ganze Zeit. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu zählen, ey. Jimmy, Timmy, Bimmy, Billy. Ja. Und der eine, der will mit am Horizont mit den Toten tanzen, obwohl der AIDS hat. Okay, irgendwie brauchen wir irgendwo noch einen Schlüssel. Aber irgendwo war den Schlüssel des Wachmanns zur Öffnung von Tor des Wachmanns. Oh, du hast den. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Patches gemacht wurden bei dem Spiel, die Leute wütend gemacht haben. Natürlich. Ich weiß nicht was, aber ich lese immer nur Sachen. People are outraged wegen neuen Updates in Diablo 4. Okay. Irgendwas wurde genervt, irgendwas gebufft. Sind wir auch, ne? So ernst nehmen kannst du sowieso die meisten Leute nicht mehr. Heutzutage sind Leute über alles, die regen sich über alles auf. Ja, Internet kannst du sowieso nicht ernst nehmen. Da habe ich gestern auf Facebook gesehen, Xbox-Spieler sind outraged, weil das ein neues Dashboard bekommen hat. Neues Standard-Startmenü praktisch. Okay. Aber in den Kommentaren habe ich alle gelesen, die Xbox haben, dass das voll super jetzt ist. Also ein Clickbait. Ja. Oh, hier sind viele. Oh ja. Hier ist schon wieder ein Großer, der ist ja auch vor mir, geh weg von mir, ich bin kein Nahkämpfer. Ich wird gefährlich, ich muss immer in Bewegung bleiben, ich bin kein Nahkämpfer, ey. Ja. Ich bin ein Nahkämpfer, ich bin auch immer in Bewegung. Ich bin noch nicht bereit. Bock. Ich frag mich, wer der erste von uns sein wird, der hier stirbt. Ey. Und wie lange es noch dauern wird, bis einer von uns stirbt. Ich sterbe, damit du mich auslachen kannst, du sadistischer Bastard. Ich muss warten. Na mal, dann lädst du extra so irgendein Video hoch, da heißt hier, guck mal, welches ist gestorben. Ich kenn dich doch, ey. Ich bin gespannt, wie lange du nicht stirbst, wenn ich nicht dabei bin, ey. Pisser. Ja, mal sehen. Das eine Skelett geht auf den Boss. Schon wieder so ein großer, ey. Pass auf, Daniel. Nein, ich bin ja getrennt. Nein. Die haben mich abgeschnitten von dir. Die benutzen Strategie. Oh, nein. Alter, hat da viel Schaden gemacht.
Oh, Claymore. Gibt, wenn der nicht gut ist. Oh, danke. Oder meinst du das Schwert, Claymore? Das Schwert, ja. Ne, Claymore ist eigentlich so was wie C4. Dann zieht gleich ein schönes Maschinengewehr. Okay, warte mal, wie tue ich denn jetzt die Dinger hier draus entfernen? Das Schwert, das ich jetzt ausgesetzt habe, hat ja so Diamanten drin, ne? Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit den Diamanten, ganz ehrlich. Ja, die musst du einfach nur anklicken im Menü und dann kannst du in irgendwas reinpacken, was einen Sockel hat. Ja, wie ich die... Ja, bessere Werte. Mehr Schaden mit deinen Waffen, weniger Schaden. Wenn du die Rüstung reinpackst, je nachdem, wo du die reinpackst, steht immer irgendwie so. Nur wie ich jetzt... Nur wie ich die jetzt entferne aus der Waffe, weiß ich nicht. Oh, wie mache ich das? Wird mal keine leeren Sockel, besucht den. Warte mal, was stand da? Besucht den Juwelen. Okay, da muss ich irgendwo hin zum Juwelier. Na gut. Dann warte ich erstmal, bis ich die irgendwo reinpacke. Okay. Weil wenn wir die ganze Zeit neue Waffen bekommen, dann bringt es irgendwie nicht, die ganze Zeit da reinzupacken. Ja. Stufe 20. Yay. Aufwertung freigeschaltet. Geringer Haltkraft. Oh, stimmt. Ja, wir konnten unsere Heiltränke auf Level 20 wieder hochleveln, glaube ich. Eure Fertigkeiten brauchen keine Ressourcen, haben eine verkürzte Abklingzeit. Also das ist jetzt nicht wirklich. Ich habe wieso kein Problem mit meinen Ressourcen hier. Oh, ich kann mich jetzt unendlich drehen. Ja. Ja. Oh, ist vorbei. Oh, ich hatte unendlich Wut. Gerade. Ich war voll wütend. Ja. Du bist auch immer wütend. Ich werde mich jetzt drehen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Das ist schon wieder so ein großer Wolf hier. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Stufe 20 erreicht. Jetzt haben schon wieder einen anderen Helm. Duff. Ich will auch mitmachen. Wieder mal eine Bombe drin. Oh, zwei an Schwert, Rang 1 erreicht. Sehr gut. Roar.
ziemlich entspanntes Spiel. Ja. Also so genau der richtige Grad, wo man sein Gehirn so ein bisschen abstellen kann. Also ein bisschen aufpassen muss er schon, aber wird entspannt. Wo immer so viele Gegner sind, die hier kloppen kannst. Komm her, Hühnchen. Dösch. Viele Ghule. Boah, Gott. Das sind die coolen Ghule. Ja, keiner ist geiler als Tyler. Das habe ich aus South Park. Ah, okay. Ja, da gab es, weiß ich nicht wo. Timmy, der Rollstuhljunge in der Band war, da. Einer hat eine Show gehabt, die ist keiner ist geiler als Skylar. Ich bin schon gefragt, was von irgendwo ist. Ich bin voll. Nein, ich will auch trotzdem meinen Kopf da reinstecken. Wer ist hier? Niemand. Okay. Ah. Oh, der gibt es jetzt voll. Gegen so ein Viech haben wir schon mal gekämpft, ne? Ich muss warten. Oh Gott. Zack. Ich hab den Trank rausgeprügelt. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ah. Nein, pass auf. Nein, geh weg von dem. Nein. Ich meine, ich rette, ich merke gerade den Tod, ey. Nein. Ich habe keine Leichen, ey, scheiße. Nein, geh weg. Geh auf mich, los. Ah, es kommt schon wieder ein. Oh, Trank. Oh Gott, oh Gott. Alter! Ich bin noch nicht bereit. Ja, der hat's ein bisschen in sich. Oh, den kriegen wir. Oh Gott! Okay, der war ein bisschen schwierig. Ach, viele goldene Sachen, sehr cool. Ich auch ein paar Mal beinahe. Alles gefährlich, wenn die mit mir in den Nahkampf gehen, ja, da kann ich nicht viel machen. So, ein paar neue Sachen hier. Ein neues Schwert. Okay.
So, die Quest haben wir aber noch nicht erledigt. Aber wieder so viel zu verkaufen und so. Aber der diese neue Hose gibt mir eine andere, wieder eine andere Fähigkeit. Ich sehe halt immer, irgendwie nicht. Was? Ob mir eine neue Fähigkeit gibt. Ich guck gerade, was ich hier für eine Fähigkeit hat, Level. Außerdem eine Verbindung 1%. Auf einmal kommt mir das so vor, als wäre die Schwierigkeit auf einmal hochgeschossen, ey. Naja. Ich überlege auch gerade. Naja, ich habe ja Fähigkeitspunkte zum Verteilen, wo ich vergessen hatte die ganze Zeit. Ich tue mal die Heilung von meinem Kriegsschrei erhöhen. Kriegst du ein bisschen mehr Heilung. So, warte mal hier. Stahlgriff. Okay. So. Ganz schwer Tränke in diesem Kampf benutzen. Ja, ich auch zum ersten Mal. Ich sagte, jetzt wird die Schwierigkeit auf einmal hochgeschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in unserem Level liegt oder ob die irgendwas gepatcht haben. Ja, keine Ahnung. Also ab dem Level, den wir erreicht haben, wird es schwer oder so, weißt du? Ja, keine Ahnung. Aber wir sehen. Wir dringen in eine Stadt hier und schmieden und so. Ich will mein derzeitiges Design beibehalten, wie ich jetzt aussehe. Ja. Ja, jetzt hat man noch alles für krasses Zeug bekommen. So vom Aussehen her meine ich. Weil du hast noch irgendwie so einen separaten Bildschirm für deine Skelette hier, so was die so machen können. Genau, ich kann auch Variationen von denen auswählen. Zum Beispiel Skelett Magier, ich habe im Moment Skelett Krieger. Ich kann Skelett Magier auswählen. Die haben verschiedene Variationen. Dann kann ich noch eine Fähigkeit von denen, oder besser gesagt, ich nicht wirklich eine Fähigkeit, weil ich weiß nicht, irgendeinen Modus von denen auswählen oder so. Zum Beispiel, ich habe bei Skelettkriegern, dass die 50% mehr Dornen haben. Hast du so drei zur Auswahl bei pro Skelett halt. Ja, hier ist wieder ein Buch. Ich habe versucht, Soliana zu. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen von denen zu denen machen, einen von denen zu denen machen oder so. Nee. Sind ja alle dieselbe Sorte von dieser zugefrorenen Einöde. Sie weigerte sich. Ich habe ja nicht verschiedene. Ich rufe ja nicht verschiedene Skelette. Das würde bedeuten, das Licht aufzugeben und somit eine bessere Welt für ihren Sohn. Vielleicht hat sie recht. So. Ja, guckst du gerade die Skelette oder was? Nee. Das ist auch noch ein Gebiet, aber noch nicht erkundet haben hier. Ja, irgendwas müssen wir ja noch machen. Aber jetzt sagt mir irgendwie, wir sollen rausgehen. Ja, da oben links auf der Karte ist noch irgendwas. Ich glaube, wir müssen diese Tagebücher müssten wir finden. Ich habe jetzt Ketten. Was? Irgendwie durch irgendeine Waffe oder so, keine Ahnung. Ja, das ist eine Fähigkeit von dir, nämlich mal. Ja. Jetzt hast du halt durch die Waffe und nicht durch einen Skillpoint. Ja. Hätte mir. Ich kann ihn mehr
Weil hast du gerade so Werwolfgeister oder Skelette? Ich habe sogar nicht mehr. Irgendwas hat gerade irgendwie so so ausgesehen, als hätte irgendwie, als hätte so Werwolfgeister hinter dir gehabt. Ich habe sogar nicht mehr. So, ich glaube, wir sind ja fertig. Aber dann gehen wir ja raus. Unten. Wenn sie mehr als Spielcharakter sind gesund, wenn sie mehr als 80% Schaden HP haben. Gut zu wissen. Ja, gute Idee. Und hier für die Tränke. Unsere Tränke hochballern irgendwie. Schmied. Mein Gott. Was können wir noch alles herstellen? Da hätte ich gerne und da hätte ich gerne. Also ich kann jetzt halt. Sich gut zerlegen. Ich habe gar nicht mehr so viele Sachen, die ich freischalten kann, weil ich die ganze Zeit hier Sachen auseinandernehme, wo ich die verkaufe. Mal sehen. Gutes Geschäft bei Vaters Segen. Das ist besser, nehme ich mal an. Warum ist denn der besser? Der ist auch besser als was ich jetzt habe. Und das habe ich noch nicht. Du machst mich noch arm. Ja, Sharon, ne? Ja, ja. Wie kannst du jetzt wagen, Geld bei mir auszugeben? Ach. Und dann Otto. Ich hasse ihn. Otto ist der Beste da, oder? Wo ist der Juwelier? Cool, warte mal, die sind ja jetzt gar nicht verschwunden. What? Das ist interessant. Ich habe ja die anderen drei Skelette da, die habe ich freigeschaltet durch ein Rüstungsteil, das ich angelegt habe. Ich dachte, wenn ich das ablege, verschwinden die wieder. Okay. Aber die sind immer noch da, obwohl ich was anderes ausgerüstet habe. Okay, irgendwie habe ich beim Juwelenschmied hier eine Quest. Haben wir die noch nie gemacht. Also der erklärt uns hier, wie das hier mit dem Juwelen funktioniert oder so. Hm. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich habe viele schöne Stücke. Edel und selten. Das ist gut möglich. Dann lagere ich meine Edelsteine eben bei mir zu Hause im Moment ein. Und wenn ich genug habe, schwimme ich in den. So, da kann man nicht so viele Kommentare unter den Videos. Dann würde ich wahrscheinlich nur die ganze Zeit lesen. Nein, ihr macht alles falsch. Das könnt ihr nicht machen. Blablab ist verboten. Ja. Nicht solange ich in der Stadt bin. Beinige und tote Beinige des Schreiters. Ach, da ist neu. Herstellung von Edelstein hat man noch gar nicht.
ist fertig. Ja. Warte mal. Ne, ich warte. So, wo ist jetzt wieder diese Grüße. Hallo. Seht ihr diese Narren da bei der Kathedrale? Was hast du gesagt, beim Alchemisten? Beim Dings hier, beim Juwelier haben wir irgendwie eine Quest. Ja, Moment. Da werden uns wahrscheinlich erklären, so, ey, hier, so funktioniert Schmuck. Wo ist denn der? Ja. Ich bin noch nicht bereit. Hier oben. Nicht bei dir auch so ein gelber Punkt auf der Karte? Ja, warte. Ja, da nicht. Aha, ihr habt ein Auge für Qualität. In ganz Sanctuario werdet ihr keinen besseren Juwelenschleifer finden. Bringt mir eure unbehauenen Steine und ich vollbringe Wunder. Das bezweifle ich, ja. So machen. Stellt einen Edelstein her. Ich biete nur das Beste an. Scherben des Himmels. Kann ich gar nicht. Ich habe die Materialien nicht. Noch einen Rubin kann ich herstellen. Habe ich auch schon gemacht. Oh, ein Socklein eingebetteten Edelstein, alles klar. So mach mal das. Okay, weiß ich dann auch Bescheid. Gut. Also man kann die wieder aus dem wieder rausnehmen oder was? Ja, da muss man bei der hingehen, aber um die rein zu tun, brauchst du einfach nur im Inventar. Ja, das habe ich, hab ich schon rausgefunden. Dat. Ich lagere die einfach mal ein. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll im Moment. Wer weiß, wann ich die brauche.